Guten Morgen, Kinder. Hallo. Heute ist der dritte Advent. Und guckt mal, er hat es endlich geschafft, die drei Kerzen morgens schon anzuzünden. Ja, manchmal ist er ein bisschen verpeilt. Das merke ich mir. Irgendwann habe ich euch mal verloren irgendwo. Ausgesetzt im Wald oder so. Das machst du doch nicht ehrlich, oder? Guck mal, wir drei sind so lieb und flauschig. Naja, bis auf Kurt, der nicht, aber der ist so schön gelb. Ja, ist schon okay. Ich glaube, ohne euch drei wird mir auch tatsächlich was fehlen. Ja, das wissen wir doch. Ja, ich weiß. Und guck mal, Kinder. Heute brennt auch die Geschichtenkerze wieder. Das wird lustig. Aber erst die Rätsellösung von gestern. Seid ihr drauf gekommen? Ja, gemeint war natürlich ein Weihnachtsgeschenk. Wir kriegen doch auch welche, oder? Oh Gott, das haben wir doch gestern schon wieder diskutiert. Bestimmt kriegt ihr welche, wenn ihr lieb wart. Na gut, dann schnell zur Geschichte von heute. Naja, ich habe euch doch erzählt von Johannes, oder? Oder? Zumindest von Zacharias und Elisabeth. Ja, das waren die, die schon so alt waren und doch noch ein Kind gekriegt haben. Ja, genau die. Ja, und der Zacharias war stumm. Das weiß ich noch, weil ich mir das ganz, 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 ganz schlimm vorstelle, nicht mehr reden zu können. Ja, genau, Zacharias war stumm. Auf jeden Fall ist irgendwann das Baby zur Welt gekommen. Alle Nachbarn und Verwandte sind hingekommen und haben das Baby geguckt und haben geguckt und haben sich gefreut. Und nach 8 Tagen, da sollte das Baby beschnitten werden. Das ist was, das machen Menschen jüdischen Glaubens. Und dann haben sie gesagt, natürlich heißt das Kind wie sein Vater, Zacharias. Und Elisabeth hat gesagt, nee, das Kind heißt nicht Zacharias, das Kind heißt Johannes. Wie? Keiner bei euch in der Familie heißt Johannes. Der kann doch nicht einfach auch Johannes heißen. Der muss doch Zacharias heißen. Und weil Frauen damals wenig zu sagen hatten, sind sie erst zum Vater gegangen und haben gesagt, hier du, wie soll denn das Kind heißen? Das heißt doch bestimmt Zacharias wie du. Und dann hat Zacharias auf ein Täfelchen geschrieben, er heißt Johannes. Und dann haben sich alle gewundert. Und ganz plötzlich, weil wisst ihr noch, das hatte der Engel ja gesagt, konnte der Zacharias wieder reden, weil er hat dafür gesorgt, dass sein Kind Johannes heißt. Oh, die waren bestimmt total erschrocken. Ja, die haben sich bestimmt versteckt sich ganz doll gewundert. Genau, ich sehe, ihr habt schon öfter Geschichten aus der Bibel gehört. Die Leute waren tatsächlich total entsetzt und verwirrt und haben überall davon erzählt. Und natürlich haben sie gedacht, was wird denn aus dem Kind mal werden? Ja, was aus dem Kind wird, das hören wir vielleicht später nochmal. Oh, du bist gemein, immer wenn es spannend wird. Ja, aber das ist halt bei Adventsgeschichten manchmal so. Ich, magst du denn das Rätsel für heute noch stellen? Oh ja, ich möchte das gerne machen. Hast du das Rätsel irgendwo für mich? Na klar, komm her. Wir gucken zusammen. Also, kenne einen guten Mann. Im Winter liebt ihn jedermann. Doch wenn die Sommerblumen blühen, kümmert sich kein Mensch um ihn. Der Mann in vielen Stufen steht, in vielen Stuben steht und niemals von der Stelle geht. Wer ist das, Kinder? Wir sehen uns morgen ganz, ganz früh wieder. Tschüssi!